In den meisten Songs, wo es um die Razzien ging, da war halt immer primär unsere Wut das, was wir ausgedrückt haben. Und in diesem Track wird eben auch mal die andere Seite gezeigt. Also die Ohnmacht, die man verspürt, wenn die Polizei zu einem nach Hause kommt, die Tür eintritt und einem sagt, stell dich in die Ecke, beweg dich nicht und so, und einem die Sachen durchwühlt. Dieser emotionale Aspekt des Ganzen halt, der wirklich dafür sorgt, dass man mitunter einen psychischen Schaden bekommt, den haben wir versucht, in diesem Track darzustellen. Ich hatte kaum Papier, denke an den Kummer, den ich meinen Eltern mach. Ihr seid es leid, ich weiß, ich hab es selber satt. Und wieder wird mein Rechner einfach mitgenommen. Fuck, die Arbeit eines Jahres komplett umsonst. Doch egal, wird nicht halt wieder von vorn beginnen, ja. Bis zum nächsten Mal, bis es wieder klingelt. Immer wenn es klingelt, hab ich vor mir einen Flashback. Wie Bullen wiederkommen wegen einem Rap-Track. Sie mich ersticken und dann nehmen sie meinen Dreck weg. Immer diese Angst, immer diese Flashbacks. Immer wenn es klingelt, hab ich vor mir einen Flashback. Wie Bullen wiederkommen wegen einem Rap-Track. Sie mich ersticken und dann nehmen sie meinen Dreck. Egal mit wem man da draußen reden wird, mit anderen Künstlern, mit anderen Fanbases, die Leute werden euch auf jeden Fall immer sagen, dass die Hirndot-Fans die verrücktesten sind, aber auch die loyalsten und treuesten. Also wir haben wirklich schon Fans dabei, die wir seit 7, 8, 9 Jahren kennen, die seit Anfang an uns supporten, und ist nicht bei jedem Label so. Wir haben nicht diese Abspringer und Dazukommer, und aus diesem Grund haben wir genau für diese Fans auch den Track Flaggen in die Luft gemacht, der ist für euch. Was passiert? Konfiszier, indizier, doch wir sind noch immer hier. Immer kein Rückzug, auch wenn wir durch die Scheiße gehen. Am Horizont wirst du immer unsere Flagge sehen. Immer. Jeder, der mit uns den steinigen Weg geht, hebt die Flaggen in die Luft, hebt die Flaggen in die Luft. Hör und Tod. Jeder, der meint, er kann den Kampf mit überstehen, hebt die Flaggen in die Luft, hebt die Flaggen in die Luft. Hör und Tod. Jeder, der mit uns den steinigen Weg geht, hebt die Flaggen in die Luft, hebt die Flaggen in die Luft. Hör und Tod. Jeder, der meint, er kann den Kampf mit überstehen, hebt die Flaggen in die Luft, hebt die Flaggen in die Luft. 10 Minuten mit uns ist, glaube ich, wie eine Zeitreise zurück ins 16. Lebensjahr. Wir haben einfach wirklich viel Spaß miteinander, sind extrem hängengebliebene Jungs, die wirklich gerne auch mal abspassen, und das merkt man auch einfach, glaube ich, bei dem Track. Und jeder von uns hat halt ein Stück Kindheit in sich bewahrt und Peter Pan-Syndrom. Bleiben Kinder in den Köpfen. Rako Panzer Peter Pan, ein Rebell wie Rufio. Schon damals nannte ich meinen Lehrer ständig einen Hurensohn. Kindern auf den Schulhof, Grund Graffitis malen im Unterricht. Ich komm aus der Unterschicht, nicht dass du verwundert bist. Nuttensohn, ich bumse dich wie damals auf der Klassenfahrt. Aufgewachsen in Berlin mit Türken und Arabern. Damals chillen tagelang mit den Jungs am Spielplatz. Punikabons kiffen, während man gedealt hat. Gewachsen in den 90s, geboren in den 80s. Statt Handys oder Playsies gab es Butterfly und Basies. Gangbang, MMG, Momo Gangster, Süperli, penetrant am Packs packen. Mit dem Track hat quasi eigentlich das HTN100-Projekt begonnen. Ich bin selber ein riesengroßer Trap-Fan und hab den Jungs dann einfach auferlegt, wir müssen das in Hirntod-Manier umsetzen für das Album. Kollisionskurs ist ein unglaublicher Vernichtungstrack, und deswegen haben wir dazu auch ein HDF gedreht. Und was viele vielleicht im Video nicht so mitbekommen haben, guckt mal im Video nochmal genau rum. Man erkennt auf jeden Fall das ein oder andere Gesicht aus der Berliner Untergrundszene. Also ob es ein MC Boogie ist, ein Vero, die Beat-Fanatiker, Da Pharao, irgendwelche Hooligans, jeder ist dabei. Nein, besser hol Block, mein Atze, der dir immer gerne hilft, yeah. Wenn du ihm sagst, was du willst. Was willst du? Ha. Schlägerei, ha. Automat, ha. 762, ha. Dauerschuss, ha. Schweinerei, ha. Die Bullen, sie kommen mit Blaulicht dabei. Rennen als Teaser, erkennen die Penner im Monster-Truck, verschießen Blei. Bulletproof, Bulle such, Deckung im Viertel, du hast es verzeiht. Zieh deinen Kopf ein, in den Sand wie ein Strauß, oder kauf dir gleich ein Strauß. Jede Wette, du gehst raus, gehst du nicht nach Haus. Liegt dieser Strauß bald auf deinem Kopf drauf. Ich hab die Tollwut, verbeiße mich in Fällen fest. Scheiß auf Widerstand, denn unser Leben ist und bleibt ein Test. Halten den Kurs. Das ist so ein bisschen der Funk-Ausreißer. Wir haben ja auf dem Album eben auch die letzten 10 Jahre musikalisch zusammengefasst. Und nicht nur den, also wir bedienen nicht nur den aktuellen Trend, sondern eben auch, wir machen eine musikalische Zeitreise sozusagen. Und da ist dieser Track halt wirklich so der, ja, dieser der G-Funk-basierte, eher West Coast-artige Track, der einzige. Der sich aber dann erstaunlicherweise sehr gut in das Gesamtbild des Albums mit einfügt.
jeden Tag, jederzeit. Egal was passiert, wir sind immer bereit. Und es bleibt, wie es immer schon war. Im Kopf das Geld, im Genick die Gefahr. Zünde meinen Blunt an, lege wieder Hand an, die geliebte Pumpgun. Bleibe weiter krank, man kann mir nicht vertrauen, denn ich raube deine Träume. Zusammen mit dem Doktor auf der Jagd nach einer Beute. Leute, die uns lieben, Leute, die uns hassen. Den Teufel auf der Schulter und ich höre ihn leise lachen. Über 10 Jahre für den Plan stets bereit. Wir sind hirntot verdammt, jeden Tag, jederzeit. Unterwegs nonstop, Dauer online Hotspot. Kokain per Dropbox, Charlie Sheen Hotshots. Wer ist Boss in deinem Viertel, wo du wohnst? Zeig mit Finger in die. Angespannt ist für uns eine Neuauflage von einem alten Track von Pervers. Spannung hieß der. Barrett hat einen richtig geilen Beat da drauf gezaubert und es ist uns einfach auch wichtig gewesen, bei dem Track nochmal klarzustellen, was so eine Situation, die wir in unserem Leben einfach durchgemacht haben mit falschen Freunden und Problemen, die dann auch psychische Probleme vielleicht zum Teil bewirken, bei uns vorgerufen haben. Und es ist einfach ein geiles Ding geworden, sehr echt. Und ich denke mal, jeder von euch wird das Gefühl auf jeden Fall erkennen, was da drinnen transportiert wird. So. Und wir suchen nach dem Glück zwischen Himmel und Hölle. Himmel und Hölle. Jeder wünscht die alte Zeit zurück, doch es bleibt wie es ist, bleibt wie es ist. Ich schaue in den Spiegel, ich bin angespannt. Wochenendkonsum locker 20 Gramm. Dopamin, Kokain, ein halbes Kilo davon gut verpackt ins Zoo verschieben. Wir sind so verschieden, denn in meinem Klassenraum war Mathe keine Zahlen, sondern was zum Baum. Es war ein Albtraum am Tag, Horror in der Nacht. Ich bin manchmal aufgewacht, irgendwo in Einzelhaft. Ich habe Cops im Nacken, häng mit Blockkanacken. Ständig neue Nummer, da wir Odd-Deals machen. Hinter den Masken war mir extrem wichtig. Also Blocks nächstes Album soll ja Hinter der Maske heißen. Und ich wollte es einerseits ein bisschen anteasen, andererseits wollte ich den Hörern auch die Möglichkeit geben, die Jungs aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Sonst guckt man immer in die Masken. Ich wollte, dass die Leute durch die Maske gucken können. Dass sie einfach erkennen, wo kommt dieser Hass her? Wieso ist das Album und die ganze Musik so, wie sie ist? Und so persönlich, ungeschönt und vor allem eben unmaskiert, haben die Hörer Hirntod und die einzelnen Mitglieder noch nie gehört. Hey, ihr wollt wissen, wer wir sind? Tote Augen wie aus Stahl. Keiner kennt meine wahre Identität für immer. Enigma, sie sagen, ich sei der. Und sie sagen, ich sei dieser. Doch außer meinem Psychologen kennt mich eigentlich niemand. Hinter der Maske, im Geist eines geisteskranken Killers. Szenerien von Mord und Totschlag. Noch viel schlimmer als im Thriller, denn die Jahre voll Verrat. Am Anfang war es für mich nicht so einfach, den 10-Jahres-Track zu schreiben, weil ich ja erst in 6 Jahren dabei bin. Aber das, was wir alles erlebt haben in den 6 Jahren, reicht für 10 Jahre locker. Und daher ist dabei echt was Geiles rausgekommen. Und wir sind durch dick und dünn gegangen und werden es auch noch weiterhin machen. Ich setzte sie auf, die Maske, sie passte. Biomechanisch weit ab von der Masse. Und als Block im Knast war, wegen dem Bastard, blieben wir standhaft, tot und unantastbar. Im Visier, kritisiert und attackiert, von den Medien boykottiert, was uns nicht interessiert. Die Rakokalypse brachte die Endzeit. Stolz und Ehre, Teil der Gang sein. 10 Jahre, Dekade des Schreckens. Anzeigen nonstop, keiner kann uns brechen. 10 Jahre mit dem Kopf durch die Wand. Und als Dank setzen die uns auf die Anklagebank. 10 Jahre, Dekade des Schreckens. Anzeigen nonstop, keiner kann uns brechen. Weil immer noch haben wir uns inspirieren lassen vom Fadenkreuz-Titeltrack und haben das Ganze nochmal auffrischen lassen von Barrett. Barrett hat es einfach mal angepasst an den aktuellen Sound 2016, ist sehr gut geworden. Und Uzi, Schwarz und ich haben einfach unseren Hass auf diese ganze Polizeiwillkür, auf den Staat, auf die SEK-Einsätze einfach freien Lauf gelassen, wie es sein muss. Steinschlag im Mai, alles vorbei. Ja, wir töten dein Kopf, doch mit Stiften nicht Blei. Pech für uns, LKA mischt sich ein, angetrieben von SPD und ihren Lakaien. Erster Gail, erster Gang vors Gericht für Musik, sie verurteilten mich. Hirntod aus Rotten, das Ziel von Spiron, Amoklauf, Staatsanwalt, größter Fan war dein Sohn. Jedes Jahr vor Gericht, jedes Jahr, es egal, jedes Jahr, neue Tür von
mein Steuern bezahlt. Über 20 meiner Alben indiziert in den Knast. Rein, raus, ich bin immer noch hier. Immer noch dieser Staatsfeind. Immer noch seht ihr schwarz-weiß. Ja, Trap. Das ist sozusagen mein persönlicher Horrorcore. Als ich den Beat bekommen habe, ich habe Nils gesagt, ich möchte darauf nichts schreiben. Ich kann das, das ist nicht meine Musik, aber es kam halt kein Weg dran vorbei. Ja, und dann habe ich mich halt gezwungenermaßen hingesetzt, auf diesen Beat geschrieben und aufgenommen. Ja, und danach so quasi einen Ritterschlag erhalten und mir wurde gesagt, das sei mit einer der besten Parts des Albums und sehr schönes Ding geworden. Dicker Bär war Superstar, mit dem unverkennbaren Merkmal, mit der Hassmaske, kennen dementiert diese Tatsache. Bastarde und billige Kopien, wollen mit in dieses Spiel, imitieren unser Stil, Stil. Aber komm mal nicht ins Ziel, geh mal lieber auf die Knie. Dicker, dicker, wie den Rap-Serien, Killer, Killer. Du ein Copycat, der zu Hobby Rap immer, immer schlimmer, schlimmer. Sind die Könige des Horror, Horror. Lucifer persönlich ist der Sponsor, Sponsor. Komm und versuch's, ich gucke zu und futtere mir Popcorn, Popcorn. Dabei ja, ist eins klar, eins klar. Könige sind einsam, einsam. Anerkennung gibt keiner, keiner. Und Magazine sind wie nein. Bei dem Track sieht man auf jeden Fall mal wieder, wie unterschiedlich unsere Charaktere sind. Zur einen Seite haben wir natürlich Pervers, der extrem offen mit seinem Drogenkonsum und Problemen auch umgeht. Und auf der anderen Seite ist einfach wirklich der Kontrast mit Schwarz gegeben, der wirklich einfach komplett dagegen hält und eine ganz andere Philosophie und Mentalität der ganzen Sache gegenübersteht. Emotion pur. Ich bleibe, wo ich stehe, in der Realität. Du kannst ruhig Drogen nehmen, doch ich werd's nie verstehen. Dann bleib am Boden, Dicker, ich lass es mir gut gehen. Und werd im Death beim Nüchternsein gern zu sehen. Von wo? Von da oben? Dicker, merkst du's nicht? Wie der Aufwind dir Stück für Stück deine Flügel bricht. Ich geh fliegen, fliegen, oh. Ich geh fliegen, fliegen, oh. Ich geh fliegen, fliegen, oh. Und dann fällst du. Ich geh fliegen, fliegen, oh. Ich geh fliegen, fliegen, oh. Ich geh fliegen, fliegen, oh. Und dann fällst du im Sturz. Der Song ist halt ähnlich gehalten wie der 10-Jahres-Track, aber eben doch ein bisschen anders, weil er ist viel persönlicher und emotionaler und wir erzählen da mehr und auch was Hirntod eben für uns bedeutet, diese letzten 10 Jahre und alles hin und her. Und ich meine, ich sag ja nicht umsonst in dem Track, ich bin Hirntod und so steht es in mein Herz tätowiert für immer und ewig. Das ist Hirntod-Style, Kamikaze bis in den Tod und darüber hinaus. Egal wie oft ihr auf uns schießt, wir stehen wieder auf. Hirntod! Mehr Familie als nur Fans begleiten uns seit Anfang an. Ewig wird das Feuer brennen und wir sterben als Legenden auf der Anklagebank. Gehasst, geliebt, den Knast besiegt mit Hass, Musik gegen alle, wir sind Hirntod. Hass, Liebe, Macht, Spiele, was viele nicht verstehen, wir sind Hirntod. Gehasst, geliebt, den Knast besiegt. Gegen den Rest sagt eigentlich schon alles aus. Das beschreibt das Album eigentlich in 3 Worten. Und viele Leute werden vielleicht, wenn sie das Video und den Song hören, werden vielleicht uns sagen, ist ein bisschen poppisch geworden. Aber dazu sei gesagt, das ist ein Track für uns quasi. Wir unter Brüdern. Wir sind nicht einfach nur irgendwelche Rapper, die sich auf einen Song gefunden haben und irgendwas berappen. Und du kannst auseinanderreißen und es hat nicht Hand und Fuß. Das, was wir da rappen, ist Freundschaft, wahre Freundschaft. Und die Leute auf meinem Label sind meine Freunde. Und wir haben so viel in den letzten Jahren erlebt, wir haben so viel durchgemacht gemeinsam, dass dieser Track eigentlich uns als Gruppe noch mehr zusammenschweißen soll. Das zeigt auch ganz genau Hirntod in Reihenform. Und auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön an Benny, der eine unglaubliche E-Gitarre eingespielt hat und mit der Hook einfach alles zerrissen hat. Da immer konnte ich auf dich bauen. Genau wie Tolga, mehr als Rap und nur Musik. Wahre Brüder, für euch zieh ich in den Krieg. Ich weiß ganz genau, nehmen sie mich wieder fest. Seid ihr zur Stelle gegen den Rest. Und ganz egal was kommt,